Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tropico 4. Wir haben letztes Mal hier angefangen auf unserer neuen Insel, von der ich gerade nicht weiß, wie sie heißt. Und wir sind hier im Kalten Krieg zwischen den USA und den UdSSR, auch wenn wir hier 59 haben. Das ist eigentlich noch ein bisschen früh dafür ist, glaube ich. Aber wir sehen hier den DEFCON Warner, den haben wir beim letzten Mal bekommen. Und wenn DEFCON 1 dort steht und nicht mehr DEFCON 4, dann haben wir ein Problem, dann haben wir nicht die Mission verloren und alles endet in der nuklearen Katastrophe. Was ist Ihr Lieblingstier? Nun, Miss Flowers, als ich das erste Mal Ihre Insel besuchte, hat mich die Schönheit der Lamas überaus beeindruckt. Sie erinnern mich an meine Mutter. Bäh, Lamas. Ich hasse Lamas. Sie sind schlecht erzogen und spucken. Genau. Wie meine Mama. Irgendwie wiederholt sich das doch sehr, sehr stark. Ich würde sagen, diese Farm, ne? Die werden wir jetzt gleich mal umsiedeln in dieser Folge. Die sind mir nämlich ein Dorn im Auge. Sobald wir hier, glaube ich, erstmal die ersten Gebäude stehen haben, werden wir das angehen. Und hier, was ist das alles? Mais? Alles Mais? Achso, da sind nur zwei. Ja, zweimal Mais. Dann werden wir das gleich ändern. Aber erst möchte ich die Oberschule gebaut haben und diese anderen Gebäude, die wir hier in Auftrag gegeben haben, einfach nicht zu viele Baustellen haben, sonst werden die alle nicht erfüllt. Was wir allerdings auch mal machen könnten, wäre ein zweites Baubüro in Auftrag zu geben. Ich glaube, das machen wir auch glatt mal. Baubüro. Und hier unten kommt nochmal ein Fuhrparkbüro hin. So, Baubüro schnell. Und der Rest sollte dann vielleicht hoffentlich auch ein bisschen schneller gehen. Noch haben wir keinen, der hier in der Oberschule arbeitet. Uns mal einen Experten hier. Mit dem nächsten Schiff. Apropos nächstes Schiff. Das sieht nicht gut aus. Ja. Man sieht nicht, dass es Öl ist, aber es ist Öl vermutlich. Sonst würde das nicht gezeigt werden. Hallo? Wie lange ist das denn jetzt hier? Hallo? Schauen Sie sich um, Präsident. Die Müllberge. Ja, wir scheuen keine Ausgaben. Wir haben aber fast es geschafft, den Betrag zu erreichen. Haben wir jetzt. Präsident, jetzt wo Geld in der Staatskasse ist, können wir eine Waffenfabrik bauen. Ich erwarte, dass die Exportpreise für Waffen in den nächsten Jahren in die Höhe schnellen werden. Das ist nur logisch vor dem Hintergrund der permanenten Bedrohung durch einen Atomkrieg. Jedes Land möchte sich bewaffnen und wird daher gutes Geld für unsere Waffen zahlen. Bauen Sie eine Waffenfabrik. Das werden wir tun, nachdem wir uns um Mais gekümmert haben. Oh, ein bisschen Ananas. Ich hatte jetzt eigentlich vor so einen leichten... Naja. Ja. Perfekte Straßenführung. So. Wir können halt hier auch den DEFCON-Mode ein bisschen erhöhen, sodass wir nicht der nuklearen Gefahr direkt wieder ins Auge sehen müssen. Präsident, das Militär auf Santa Clara hat geputscht. Die UdSSR wird verdächtigt, den Putsch zu unterstützen. Es scheint, als beeinflussen die Spannung zwischen den USA und der UdSSR die Karibik. Die UdSSR möchte eine Machtbasis in der Nähe der USA errichten. Beide Supermächte beobachten die Region genau und warten auf eine Ausrede, eingreifen zu können. Ab sofort verringern Rebellenangriffe und Staatsstreiche der Insel den DEFCON-Status. Das gefällt mir mal gar nicht. Zumal sich unsere Bevölkerung nicht sehr wohl fühlt bei uns aktuell. Vielleicht sollten wir das mal angehen. Also wir können noch kaum Erlasse rausgeben, ne? Aber die Sachen nehmen wir trotzdem mal. Ja, komm, wir holen uns auch kostenloses Wohnen. Hm.
Mit Atomraketentests kann man viel Geld verdienen, Präsident. Die USA und die UdSSR befinden sich mitten eines Raketenwettlaufs. Sie brauchen Platz für ihre Atomraketen und bieten 10.000 Dollar, falls wir es ihnen erlauben, ihr Sprengköpfe auf unseren Gewässern abzufeuern. Nee. 10.000 Dollar? Dafür sinkt der DEFCON-Level. Ich glaube, das ist nicht wert. Wie viel kostet das für uns, die DEFCON? Ja, gut, geht noch. Ja, wir senken es mal nicht. Also ich glaube, es ist besser, wenn wir uns so ein bisschen aufbewahren. Weil wir werden sicherlich eventbasiert noch DEFCON-Stufen verlieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der DEFCON-Mode höher ist, dass dann noch eher das Ganze ausgelöst wird. Das ist aber nur eine Vermutung. Das basiert jetzt hier nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten. Wissenschaftliche Fakten in einem Videospiel. Sowieso Quatsch. Aber gut. Bauen Sie zwei Farmen. Machen wir das nicht gerade? Ich hoffe. So. Gut. So, in der Oberschule geht's auch schon mal her. Das ist doch schon mal schön. Warum bauen die eigentlich alle so wenig? Sind alle nicht fertiggestellt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir doch überhaupt nicht. Dabei habe ich doch schon zwei Baubüros. Genosse Präsident, die Pravda aus Moskau. Oh, tatsächlich zählt das als minus zwei. Das ist unschön. Aber dann zählen die wahrscheinlich auch als jeweils zwei. Dem Geheimdienst. So, setzen wir die mal gerade hoch. Wie viel Geld wir auf einmal haben, Leute. Das müssen wir nutzen. Das geht echt nicht. Kann man das irgendwie... Mit Alt kann ich die Kamera drehen. Okay. Machen wir so. Und wir holen uns nochmal zwei Mietshäuser hier. Und außerdem... Noch eins hier. Und Infrastruktur Baubüro. Schnell bauen. Genosse, wir haben einen Plan, der die kommunistische Revolution um 37% beschleunigt. Geben Sie der UdSSR 5000 Dollar. Machen wir. So viel Geld gerade, das nutzen wir mal gerade schnell. So ein Ministerium zu brauchen wir auch. Also. Genau. Ja, da kommt mal gleich die Hochschule hin, dann haben wir das so ein bisschen geordnet. So, wie sieht's mit den Farmen aus? Eine ist fertig geworden. Sind wir nur noch auf minus 1? Schön. Freut mich doch. So, aber die Farm ist auch gleich fertig. Dann sind wir schon mal bei 0 wieder. Und dann geht's auf 1. Ich kann zählen. Bin bei Dracula in der Lehre gewesen. Beim Count. So. Müssen wir nur noch die fertigstellen. Und damit haben wir es auch erfüllt. So, gibt's direkt Feuerwerk für. Nein, das ist natürlich was anderes gewesen. Denn wir haben wieder Tropico Day. So, und was wir auch machen ist, wir holen uns Regierung, Arsenal und Bildung und Medien, Hochschule. So. Wir holen uns hier nochmal mehr Absolventen. So. Welche exekutieren machen wir mal gerade nicht. Wie sieht es mit der Klinik aus? Das ist doch
schon mal schön. Können wir vielleicht demnächst noch eine bauen, aber das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz eingebracht. Ich brauche noch keine neue Kirche, denn wir haben aktuell zu wenig Leute, die dort arbeiten könnten. So, aber was wir mal machen, ist eine Waffenfabrik bauen. Industrie. Waffenfabrik. Stellt aus Eisenschusswaffen her. Das heißt, wir haben sowieso hier einen Vorteil, weil wir ja auch schon Eisen abbauen. So. Machen wir nochmal ein Mietshaus hier hin, dann können die vielleicht hier aus dieser Region da ein bisschen was machen. Ich segne dich, mein Sohn. Die Zeit ist reif, eine neue Kathedrale zu errichten. Vielleicht auch noch ein bisschen früh, oder? Bei 153 Leuten. Dass die gesamte Karibik vor Neid erblassen ist. Denn Neid ist eine Sünde. Und je mehr sie sündigen, desto frommer. Lupe Duran, der Anführer der religiösen Fraktion, ist mit mir einer Meinung, dass die Kathedrale und der Neid unserer Nachbarn unsere Treppe in den Himmel sein wird. Ja. Nicht genügend Nahrung gefällt mir nicht. Wobei wir ja die Farm gebaut haben, die dürften sich noch nicht hier nahrungstechnisch wiedergespiegelt haben. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ich das noch ändere. Das ist immer noch nicht fertig. So. Ich weiß, es ist Riesengeldverschwendung, was ich gerade mache, aber irgendwie kommen meine Baubüros nicht nach. So, und schon habe ich all unser Geld verschwendet. Finde ich gut. So, dafür können die jetzt aber da mal einziehen und die Hütten hier wegmachen. Unsere Staatsbilanz ist negativ. Hoffe ich zumindest. Bierwettbewerber, wir wollen nämlich wieder ein bisschen mehr hier qualifizierte Arbeiter auf unserer Insel ausbilden. Auch wenn wir immer noch relativ viele Stellen hier haben, die unterbesetzt sind. Und zwar in allen Bildungsschichten quasi. 14 neue Einwanderer für Tropico, das ist doch schön. Geld außerdem wieder, das ist noch viel schöner. So, und ich denke, das werden wir jetzt mal priorisieren. Genügend Unterkunft, nicht genügend nahrungsstoffliches Gesundheitswesen. Fällt mir nicht so richtig. Haben wir sonst noch für Probleme? Loyalisten, kein Präsidentenmuseum. Das könnten wir auch vielleicht mal schleunigst angehen. Wirtschaft und Wohlstand. Können wir nochmal eine Klinik bauen? Ah, die passt da nicht, ernsthaft. Das ist schade. Aber eigentlich wollte ich Attraktion, nein, Wahrzeichen Schönheit. Das wäre das Mausoleum. Ich finde, ist die Unterhaltung, ist es, glaube ich. Präsidentenmuseum. Ach, das passt da auch schon wieder nicht rein. So. Umweltzufriedenheit, Bananen. Bananen exportiert jetzt wieder weg. So, hier sind noch viele Hütten. Ja, kommt, Präsidentenmuseum kommt.
Präsidente, die UdSSR hat ein bedeutendes Land im Mittleren Osten besetzt. Die Welt ist sich darüber unein. Interessanterweise ist das scheinbar kein Event, was sich nur auf diese Mission bezieht, denn hier hat das nichts mit DEFCON zu tun, sondern es ist einfach nur ein ganz normales Event. Leider sind wir dazu gezwungen, können nicht neutral bleiben. Wir sollten eine Seite wählen und zwar bald. Wie stehen wir in dieser Sache? Ich denke, der Mittlere Osten wird beschuldigt. Wobei die USSR mögen uns jetzt auch ein bisschen, aber trotzdem, Mittlerer Osten. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen die Finanzhilfen. Sir, der Krieg steht vor der Tür. Und wir sind nicht gewappnet. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir eine starke Armee. So. Ihr Personenschutz reicht nicht aus, Präsident. Wir benötigen Generäle, um ihre Armee zu vergrößern. Sowohl die USSA als auch die UdSSR haben ihre Hilfe angeboten, uns beim Bau eines neuen Arsenals zu helfen. Andererseits wird eine Armee auf Tropico ohne fremde Einflüsse die Karibik stabilisieren. Wollen sie ein Arsenal? Wir könnten den DEFCON hochsetzen, aber ich würde sagen, wir holen uns die zwei Generäle. Genosse Präsident. Die große Sowjetarmee hilft stets ihren karibischen Brüdern. Schicken ihnen zwei unserer Generäle, bis ihr neues, Arsenal fertig ist. Wenn, oder? Müsste. Bauen sie ein neues Arsenal. Können wir machen? Leider ist das hier noch nicht mal besetzt, aber na gut. Oh, jetzt schon wieder Wahlen. Na gut. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt da schon eine Rolle? Gut, Wahlen sind okay. Wir müssen uns allerdings mal eben gucken. Fraktionen, Kommunisten, ungenügend Unterkunft. Da werden wir uns so kümmern. Sprechen wir nächste Amtszeit, angemessene Unterkunft. Wir werden außerdem die Religiösen loben. Das Thema ansprechen, Religion. Und loben mich selbst, würde ich mal wieder sagen. Das ist sowieso immer schön für die Loyalisten. So, dann wollen wir mal hoffen, dass es was bringt. Freie Menschen von Tropico, in dieser entscheidenden Entwicklungsphase würde ich gerne das Wort an euch richten. In diesen schrecklichen Zeiten haben wir es geschafft, trotz der Not ein Wirtschaftswachstum umzusetzen. Aufgrund dieser Tatsache salutiere ich vor euch. Lange Schlangen vor den Beichtstühlen. Wir sollten das nicht länger abstreiten. Wie auch immer, die Gründe dafür sind klar ersichtlich. Der übereifrige Glaube der religiösen Splittergruppe hält uns nur zurück. Doch habe ich als Präsidente Tag und Nacht hart gearbeitet und viel geleistet, um meinen Wert für die Verantwortung zu bestärken, die ihr mir auferlegt habt. Gracias, Freunde. Okay. Richtig, ein Außenministerium finde ich schön. Die Entwicklung der letzten Jahre ist für alle. Ich dachte, El Presidente wäre schon wieder fertig. Keiner mehr in Hütten leben muss. Es ist unsere Aufgabe, in diesem Kampf zu siegen. Auswärtiges Amt. Aufgrund der derzeitigen atomaren Bedrohung brauchen wir friedliche diplomatische Lösungen für unsere Probleme. Hierfür müssen Sie ein Außenministerium auf Ihrer Insel errichten, Mr. Präsident. Die Verbesserungen der Außenbeziehungen werden nicht nur Tropico zugutekommen, sondern der gesamten Region. Errichten Sie aus, das machen wir und sollte jetzt geschafft sein. Easy, DEFCON 5. Das war ja mal einfach. So. Ich grüße Sie. Hohohohoho. Ich hoffe, Ihren Kamelen geht es gut. Reden wir übers Geschäft. Einige meiner Freunde möchten Waffen kaufen, aber die UN haben alle Verkäufe an sie verboten. Sie sind bereit, hohe Preise für ihre Produkte zu zahlen. Schließlich hat doch jeder das Recht, sein Heimatland zu verteidigen. Geben Sie mir einfach grünes Licht und ich arrangiere alles. Wenn Sie die Waffen akzeptieren, steigen die Waffenexportpreise um 20%. DEFCON wird um 2 sinken. Ja, DEFCON, Schmefcon. So. Apropos. Zack.
So, machen wir das auch. Da müssen auch noch Leute von der Oberschule ankommen. Das ist problematisch, denn wir haben aktuell nicht genug. Das liegt auch daran, dass ich davon gerade welche zu Ministern gemacht habe, bin ich mir ziemlich sicher. So, aber das müssen wir voll machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Technisch haben wir gerade ein bisschen verloren. Das gefällt mir nicht so, wie ihr euch vorstellen könnt. Haben wir irgendwo ein Problem mit Kriminalität? Nicht so richtig. Dann lassen wir das tatsächlich erstmal noch. Bauen lieber nochmal Regierung, Arsenal. Ja, wir haben hier zwar schon eins, aber das, wir bekommen ja zwei Generäle, wenn wir das machen. Also ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und da eilen auch schon unsere Baumeister hin. Präsident, ich brauche Ihre Unterschrift. Nein, keine erneute Lohnerhöhung. Das ist ein wichtiger Last, der Ihre loyalen Diener glücklicher machen wird. Vielleicht bekommen Sie auch mehr Mitglieder. Alles auf dieser Insel wird besser sein, wenn Sie das unterschreiben. Wann haben Sie in den letzten 10 oder 15 Minuten in die falsche Richtung fixiert? Was? Wann habe ich Sie je in den letzten 10 oder 15 Minuten in die falsche Richtung fixiert? Sie sehen ja erlass politische Bildung aus. Habe ich das nicht schon? Die Rebellen starten einen Angriff. Und dadurch sollte der DEFCON auch nochmal sinken. Ja. Präsidente, DEFCON ist auf Stufe 2. Die Amis wollen bald ihre Raketen starten. Das ist nicht gut. Ich liebe Gipfeltreffen, Präsidente. Da ist immer viel los. Leute schreien einander in verschiedenen Sprachen an. Ein Riesenspaß. Ihre loyalen Anhänger werden bei der Organisation des Gipfels helfen. Je mehr Loyalisten, desto schneller die Vorbereitung. Mit den Erlass Nationalfeiertag und Ola Präsidente und der ewigen Flamme der Goldstatue und dem Bau von Grundstücken gewinnen Sie weitere Loyalisten. Lösen Sie die Aufgaben, verbessern Sie DEFCON um 1. Aha. Brauchen wir mehr Loyalisten dafür? So, jetzt sind wir im Minus, aber dafür ist DEFCON wieder auf 3. Das war jetzt notwendig, definitiv. Mein lieber Präsident, der Tag der Wahl rückt näher. Unsere fleißigen Bürokraten haben berechnet, dass sie ungefähr 64% der Stimmen erhalten. Oh, das ist jetzt nicht so viel, ne? Ob wir da jetzt... Präsident, DEFCON ist auf Stufe 2. Die Amis wollen bald... So, das stimmt übrigens, ist wieder auf 3. Das war nur gerade... naja. So, wir machen mal hier nochmal einen neuen Autosave. Falls wir doch nochmal gleich abgewählt werden. Auch wenn ich jetzt eigentlich nichts mehr... ändern kann. Medizinische Einrichtungen mit der So. Unser Arsenal ist jetzt fertig, Präsidente. Jetzt brauchen wir neue Wachposten. Nochmal, die USA und die UdSSR haben beide ihre Hilfe angeboten. Denken Sie daran, dass eine neutrale Position die politische Stromregion besetzt wird. Bauen Sie 3 Waffenposten. Ich würde sagen... Da nehmen wir lieber den DEFCON. Präsident, mehr Wachposten bedeuten mehr angeworbene Soldaten. Die goldene Regel auf unserer Armeeverwaltung ist ein General pro Wachposten. Wenn wir nicht genügend Generäle haben, sind wir nicht in der Lage, die neuen Wachposten zu bauen. Stellen Sie gegebenenfalls mehr Generäle für das Arsenal ein. Bauen Sie 3 neue Wachköpfe mit Lung DEFCON plus 1. Das ist doch schon mal schön. Präsident, Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen ihnen und unserer jungen Demokratie. Das Ergebnis war doch ganz okay. 100 Stimmen für uns, 63 gegen uns. Ah, 63. Die bekommen wir auch noch irgendwann, ja? So, wann kommen die ausländischen Experten hier? Die Generäle in weniger als einem Monat. Das ist doch schon mal schön. Was auch schön wäre, wenn wir hier noch ein bisschen mehr exportieren würden, tatsächlich. So... 3 Wachposten, naja. Präsident, eine nicht autorisierte Krise hat Europa ergriffen. Womöglich ist der Krieg unvermeidlich.
Die USA haben damit begonnen, Raketenstationen in verschiedenen europäischen Ländern zu richten. Diese Interkontinentalraketen bedrohen die Sowjetunion. Die UdSSR wird sicher auf diese Bedrohung antworten. Vielleicht greifen sie sogar zuerst an und lösen einen neuen Weltkrieg aus. Ich bin mir sicher, dass die Amerikaner ihr DEFCON verringern, wenn ihre Raketenbasis in 6 Monaten fertiggestellt wird. Seien sie bereit. Also dann wird sich in 6 Monaten wird sich der DEFCON verringern. Okay. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal die 3 Wachposten bauen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier ordentlich was exportieren, damit wir wieder Geld zur Verfügung haben für die Wachposten. Einige Arbeiter streiken. Wir sollten Streik brechen, wörtlich nehmen. Minenarbeiter. Ah, gut. Ja, so. Haben wir das Geld gekriegt? Das nutzen wir sofort. Wir bauen nochmal ein Mietshaus. Aber außerdem bauen wir auf jeden Fall auch Regierung, Wachposten, zu wenig Generäle. Haben wir nicht welche gekriegt? Irgendwie sind keine da. Chemische Kriegsführung. Chemische und biologische Waffen sind ein unerschlossener Markt, der sich für unsere Waffengeschäfte lohnt. Ich weiß, dass die Vereinten Nationen den Verkauf von solchen Waffen verboten haben, aber wen interessiert das schon? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die USA als auch die UdSSR heimlich derartige Waffen entwickeln. Hier ist eine Chemiefabrik. So, dadurch sollte DEFCON in 3 Monaten zurück. Okay, dann warten wir auf jeden Fall noch mit der Erfüllung dieser Aufgabe, definitiv. So, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist 3 Monate. Oh, das ist nicht gut, da können wir nichts machen. Wir brauchen diese Hochschulabgänger, das hilft nichts. So, in 3 Monaten geht's zurück. Meine Bemühungen haben in Europa okay, dann sind wir tot. Situation zwischen den USA dann sind wir tot. Und der UdSSR geführt. Ja, die amerikanische Raketenstation in Europa sind fertig. Die UdSSR hat ihre Armee an die Grenzen aufgestellt. Keine der beiden Supermächte will den ersten Schritt machen, aber sie befinden sich in höchster Alarmstufe. Ich darf da nicht mehr draufdrücken. DEFCON ist um 2 gefallen. Ich liebe sofortiger Gipfel. Spät. Ja, ärgerlich. Gut, ich würde sagen, wir laden mal ganz kurz in den Spielstand von gerade. Der Verlust, den ich extra aufgestellt habe. Also, das ist um 2 fällt. Ärgerlich. Wie kann ich das denn nochmal laden? International. Die Dinge. So, Wiederholung. Ja, komm, alles gut. Laden. Da. Laden. Alles klar. Wissen wir also Bescheid. Und das heißt für uns sofort pankaribischer Gipfel bezahlen. Wir müssen DEFCON 4 haben. Unser Arsenal ist jetzt fest. So. Wir holen uns die Hochschulabgänger. Für die falsche Aussage. El Presidente hat die Wahl gewonnen. Nicht verloren. Ich entschuldige mich bei allen Bürgern, die aufgrund des falsch angegebenen Ergebnisses versehentlich exekutiert wurden. So. Präsidente, eine nicht autorisierte Krise hat Europa ergriffen. Ja, das ist doch das, was wir jetzt haben, ne? Wir werden es gleich auf 5 hochdrücken. Präsident. Glaube ich. Ich glaube, wir werden gleich nochmal für den Gipfel zahlen direkt. So, eigentlich sollten die jetzt kommen, oder? Dem Himmel sei Dank, Präsidente. Ich dachte schon, der Killer habe sie erwischt. Sie haben nur knapp überlebt und unser Ansehen ist durch den Zwischenfall gesunken. Was sollen wir tun? UdSSR, Kriegsrecht, keine Konsequenzen. Kapitalismus müssen wir nicht steigen lassen, das heißt, wir machen nichts. Die nehmen wir wieder an. Sind auf DEFCON 4. Gehen hoch. Auf
DEFCON 5. Das ist mir jetzt dann doch sicherer. Lieber hier auf Nummer sicher gehen. Und was wir auch machen... Ja, wir haben immer noch keine Generäle. Was ist das denn hier? Das Schiff war scheinbar schon auf Weg oder was war da los? Ja, vermutlich. Was ist dieser Ton, der hier kommt? Komisch. DEFCON geht in 3 Monaten zurück. Aber wir sind jetzt schon auf DEFCON 5. Also alles gut. Weniger als 1 Monat kommen die ja nicht an. Dann können wir uns endlich hier um die Wachposten kümmern. Wobei ich nicht weiß, ob man... Ja, das sollten wir sowieso erst machen, wenn der DEFCON einmal zurückgegangen ist. Unsere Armee verliert halt immer noch, ne? Aber es kommt halt auch nie dieser Generäle an irgendwie. So, DEFCON ist um 2 gefallen. Haben Europa zu einer Pattsituation zwischen den USA und der UdSSR geführt. Die amerikanischen Raketenstationen in Europa sind fertig. Die USSR hat ihre Armee an den Grenzen aufgestellt. Keine der beiden Supermächte will den ersten Schritt machen, aber sie befinden sich in höchster Alarmstufe. Jeder unbedeutende Konflikt könnte jetzt einen Krieg auslösen. DEFCON ist um 2 gefallen. Diesmal ja alles noch sauber. Und deshalb würde ich fast sagen, wir machen mal eben ganz kurz, zack. Nochmal ein Speicherstart. Das haben wir jetzt überstanden. Und ja, Schiffchen ist da. Löscht hoffentlich auch nochmal viel von unserer Ladung. Ein großer Sieg für unsere Taktik. Bellen abgewehrt, ist ja schön. Na komm. Brauchen Geld und Generäle. 2 Gs. So, Geld haben wir schon mal. Generäle hoffentlich gleich auch. Die kommen halt einfach nicht an. Was ist das denn? Ja, zu wenig Generäle, witzig. Ah, jetzt sind sie da. Einer zumindest. Dann können wir jetzt einen Wachposten bauen. Ja, und eine Mülldeponie bauen wir auch. Ist schon okay. So. Machen wir auch hier nochmal. Ein Mietshaus. Wir können auch einen zweiten Wachposten bauen. Das ist doch auch schon mal was. Können wir schon einen dritten bauen? Ja. Das gefällt mir auch sehr. Gut. So, endlich sind die ausländischen Experten da. So, Erlass politische Bildung herausgeben. Sendproduktion sieht um 7% für den SSP3er garantiert für sie stimmen. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so das, was ich unbedingt haben will. Gesamtproduktivität sinkt um 10%. Ist jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Oh. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle, bevor der dritte Wachposten fertig ist, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken und rechts ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.